Die Maske, ja, oder auch die Kostümierung, würde ich sagen, ist einfach so ein weiterer Ausdruck zusätzlich zur Musik. Ist das eine Möglichkeit, den Inhalt oder auch das, was innen passiert, noch auszudrücken. Einer der ersten war ja David Bowie oder Kraftwerk oder so. Ich glaube, also klar, bei Frauen oder bei weiblichen Künstlerinnen passiert es eher, dass sie reduziert werden auf das. Aber es sollte, denke ich, nicht die Konsequenz sein, dass man das dann nicht mehr macht oder sich nicht damit auseinandersetzt, sondern vielleicht eher so ein versucht, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie das wahrgenommen wird. Für mich ist Tiger Tiger insofern ein Solo-Projekt, dass ich die Musik produziere oder zumindest vorproduziere. Jetzt die aktuellen Tracks habe ich dann mit einem Produzenten, mit Sam Eel zusammen aufgenommen. Und live ist dann eben eine Band entstanden. Ich weiß nur, dass du mir irgendwie über ein soziales Medium geschrieben hast. Und das Nächste, was ich weiß, war, dass ich dann mal in der Schreinerei im Proberaum stand und dann standen wir auf einer Bühne. Ich komme vom Visuellen und dann hat mich die Conny gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, live dabei zu sein und dann stand ich eben auch plötzlich in der Schreinerei im Proberaum und ja, und das hat irgendwie sofort sehr gut funktioniert und Spaß gemacht und ja, so kam das. Songwriting an sich ist es, dass so klassische Songstrukturen aufgelöst sind teilweise. Also es ist einfach funktioniert nicht mit Strophe, Chorus und irgendeiner Bridge. Durchaus auch mal, aber eigentlich eben nicht. Und in der Produktion selbst ist es, sind es viele Klangskulpturen, vertrackte Beats auch, die so ein bisschen was Seltsames versuchen reinzubringen, so. Diese vier Tiger Tracks, die es jetzt so gibt, die sind alle kurz nach der Geburt von meiner zweiten Tochter entstanden. Und ein großes Themenfeld davon ist auf jeden Fall das Leben als Mutter, das ich da so verhandle und irgendwie drüber nachdenke. Und zum anderen hat es schon diesen gesellschaftlichen Fokus. Mir geht es so um die Balance und das fließt viel in Tiger Tiger ein, dass es so die Natur und den Instinkt gibt, der so in Balance sein sollte, soll für mich mit Technologie und Innovation. Wir sehen jetzt hinter uns eben die Visuals zu Future Club und überhaupt die Thematik eben
Zukunft, futuristische Techniken ist halt ein Thema, was mich extrem interessiert. Also eben auch diese Vorstellung, wie könnten denn auch zukünftige Wesen aussehen? Auch wenn es jetzt irgendwie sehr abstrakte Formen sind, steckt für mich da trotzdem immer irgendwie so eine Art Seele drin. Oder man hat das Gefühl, da entsteht irgendwie was oder entsteht irgendwie vielleicht ein neues futuristisches Leben. Und wenn man sich vorstellt, okay, was passiert denn gerade in diesen ganzen Datenwolken? Was rollt da auf uns zu? Finde ich irgendwie so ganz spannend dafür, sich zu überlegen, welche Formen man dafür irgendwie findet. Und das finde ich irgendwie immer faszinierend bei so 3D-Objekten, die eigentlich so sehr kühl sind und für mich aber trotzdem was sehr Organisches haben.